Ja. Das war die Teaser-Demo. Gibt's da denn. Ach so, da gibt es mehrere Enden. Ich würde sagen, dann schauen wir doch nochmal rein, ne? Alter. Oh, puh. Okay, ist definitiv kürzer auf jeden Fall wie PT. Ja? Nochmal. Ja, natürlich nochmal. Ich höre jetzt nicht auf, ne? Ja, YouTube, ne? Wie gesagt, wir machen da noch ein paar Folgen raus. Also, ne, nicht nur eine Folge, wenn dann schon, machen wir schon richtig hier. Also, wir wissen auf jeden Fall, hier ist ein Schalter. Kann ich den Schalter jetzt schon betätigen? Ach, nee. Ich muss also erst das Videotape finden. Okay. Man kann also hier auch eine Sicherung finden. Mich würde brennend interessieren, wo wir die Sicherung finden. Dann müssen wir mal schauen. Okay, das sind auf jeden Fall die Sicherungen für die Stairs. Okay. Alter, das ist schon wieder der Ekel-Alfred, der da rumläuft. Oh, Alter, Gott sei Dank, wenigstens nicht so ein. Nicht so eine Oma wie bei. Wie bei PT. Aber zum Ende hat man auch so ein Oma-Bild gesehen. Vielleicht kommt die ja im Hauptspiel. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ich habe es ja gelesen und auch viel gehört, das soll wohl nichts mit dem fertigen Spiel zu tun haben. Also das soll nur halt darstellen, wie der Horror sein wird bei Resident Evil. Puppenfinger? Ich habe einen Puppenfinger gefunden. Ach, ist ja krass. Teil der Hand einer Puppe. Als Zellulit her. Was? Aus Zellulit hergestellt. Das soll nur. Also die Teaser-Demo soll nur darstellen oder ist nur dafür da, um halt. Ja. Darzustellen. Alter, die hat eine Tüte über dem Kopf. Ja, soll nur darstellen, wie gruselig wohl Resident Evil 7 wird. Ich bin da sehr gespannt. So, die Ladies drehen sich auch gleich wieder um, ne? Oder? Warte, ich hau die mal um. Ach, geht gar nicht. Oder? Hier läuft ein Seil entlang. Warte mal. Okay, da stehen auch keine. Geht denn das Seil hin? Kann ich hier irgendwas öffnen? Ich schaue mich jetzt so intensiv mal um. Hier sind auf jeden Fall die Stairs. Also geht's noch höher. Alter. Ich meine, ja. Was soll hier noch großartig passieren? Ich wollte mal hier gucken. Was ist denn hier? Ist das eine Steckdose? Ach ja, Tatsache. Wo führt denn das Kabel hin? Ah, das wird wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich zu den Stufen gehen. Ah, ich kann die Kisten wegschieben. Ah, ich kann durch die Kisten gehen und die Kisten wegschieben. Auch geil. Kann ich denn? Erspringen kann ich ja nicht, ne? Würde mich mal brennend interessieren, wenn wir die Kissen vor die Tür stellen, ob der Dicke da einfach vorbeiläuft, der, also nicht der Dicke hier, der Ekel-Alfred. Da müssen wir mal gucken. Was machen wir denn mit dem. Was machen wir denn mit dem Puppenfinger? Frage ich mich. Oder kann man den in den Sicherungskasten reinpacken? Aber wäre Quatsch eigentlich. Oh, ich will gar nicht wissen, was in den Plastiktüten drin ist. Ich will das gar nicht wissen. Weil wenn schon am Ende steht, die Familie erwartet sie. Oh Gott, das. Oh Gott. Ey, das ist so eklig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, Dosenkegeln. Yay. Ah, guck mal an. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. Ah, guck mal an. Da ist nichts drin. Hä? Wieso komme ich denn? Hä? Ah, ich bin schon an der Wand. Okay. Kann ich nichts öffnen? Da ist wieder das gute Nischi.
Okay, wir müssen ja sowieso den Bolzenschneider. Sowieso den Bolzenschneider holen. Ich weiß, was wir gleich mal machen. Wir machen gleich mal, wenn wir das Video haben. Schauen wir uns bei dem Video mal ein bisschen genauer um, bevor wir die Treppe benutzen. Weil ich glaube, wir sollten. Bei dem Spiel ist es, glaube ich. Oder zumindest ist es so gedacht, wie ich es finde. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege mit meiner Theorie, dass wir. Das Videoband spielt ja vor der Szene, wo wir jetzt hier sind. Und ich habe die Vermutung, dass wir uns bei dem Videoband, wenn wir das Videoband spielen, dass wir uns da genauer umsehen sollten, wo was ist und das merken. Das könnten vielleicht dann Hinweise sein. Ist nur eine Vermutung. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber das ist schon, boah, alleine das mit VR, ne? Oh Gott, ich werde so sterben. Boah, ich werde so kläglich sterben mit VR-Brille und Horrorspiele spielen. Ja, warte. Nehmen wir mal mit. Ja. Alter. Habe ich ganz vergessen. Okay, hier ist der Ausgang, ne? Genau, da brauche ich ja nicht gucken. Ist ja Quatsch. Kann ich denn mit dem Bolzenschneider? Ich glaube auch nicht, dass es hier prozedural ist, so wie bei PT, dass die Alte hier irgendwie zufällig spawnt. Sondern dass es hier schon, glaube ich, relativ gleich ist alles. Was aber ja wurde schon gesagt, dass die Demo nicht dem Spiel zu widmen ist. Nee, die haben ja gesagt, wie gesagt, dass es nur darstellen soll, wie extrem der Horror werden soll, wohl bei Resident Evil 7. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Kann ich mit dem Bolzenschneider irgendwie auch irgendwas aufmachen jetzt hier oder so? Bolzenschneider. Kombinieren mit, keine Ahnung, war doch bei Resident Evil immer so, ne? Boah, diese Geräuschkulisse, ne, die funktioniert schon echt super, muss ich sagen. Vielleicht kann ich. Hä? Wo ist die Puppe hin? Hier scheint doch. Hier ist das Kabel auch. Ah, warte mal, hier ist das Kabel auch lose, komisch. Guck mich nicht an, Ladies. Der hat doch so komische Hände, ne? Der muss überall angrapschen mit seinen Wichsgriffeln, ne? Es ist, oh, Entschuldigung, dass ich das gesagt habe, aber der muss alles antatschen, ne? Wie so ein Pedobär, ey. Hey, ich muss anfassen, alles. Hier ist noch ein Kabel. Also seid mir nicht böse, wenn ich jetzt so ein bisschen hier genauer mich umgucke, aber ich würde gern schon. Soll ja angeblich verschiedene Enden geben. Ich würde gern wissen, wo wir den Finger hinstecken sollen. Okay, das klingt falsch, wenn ich das so sage. Ich meine, wo wir den Finger hintun. So, da hatten wir jetzt ja nur den Finger gefunden. Okay. Komischer Fisch. Ja, ist klar. Du mich auch. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ne? Alter, das ist so mies. Ja, ich komme gleich. Okay, Tür zu. Boah, ich habe gedacht, da hinten steht jemand jetzt in der Ecke. Alter, boah, boah. Ich hab schon so eine lebhafte Fantasie. Gibt's denn hier? Kann ich hier den Finger einsetzen? Warte mal, wie war mein Inventar? Nee, geht nicht.
Ja, eine Sicherung fehlt, ist klar. Klavier geht ja nicht, ne? Was ist das denn da? Das ist nur ein Stein, glaube ich. Okay, Flexident Evil, ja, genau. So. Ich werde sie an den Stein zerschmettern. Ich werde dich an den Stein zerschmettern, kommt er nachher. Kann ich hier? Nee. Hier geht's noch nicht, ne? Nee, okay. Ein Boot oder ein Schiff und ein Blumenstrauß. Naja. Das Kabel geht auch hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Okay, dann wollen wir mal. Und dann schauen wir uns da mal ein bisschen intensiver um im Haus. Vielleicht finden wir da ein paar Hinweise, wo vielleicht eine Sicherung liegen könnte. Weil jetzt gibt es ja dann eine neue Runde, quasi. Do not copy this. Okay. Boo. Alter. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Ich geh weg. Ciao. It was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Was ist denn? I. Ich gehe in den Wald. Boah, das sieht so mies aus, ne? Mit diesem Kamerafilter hier auf der Linse. Das sieht so böse aus. Kann ich hier schaukeln eine Runde? Ihr geht rein, ich schaukel eine Runde. Hui. Oh Gott, ey, das ist so. Sogar beim zweiten Mal spielen habe ich immer noch Gänsehaut. Are we rolling? Now let's go. Ich lasse den mal so ihr Ding machen. Darf ich mal im Weg stehen? Du hast gleich was im Gesicht. Ja, gerne doch. Immer nach dir. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Boah, Alter. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Okay, ist auf jeden Fall auch schon. Clancy, get a shot of this. Die Kette verschlossen. Das heißt, aber kann er gar nicht. Ah, Moment. Dann hat ja einer die Kette ja wieder vorgemacht, nachdem er unser Band hatte. Kleinen Moment bitte. Oh, da musste ich kurz niesen. Entschuldig bitte. Ja. Da ist auch nichts drin. Although, this will make a great backdrop. Andre, what do you Meine think? Güte. Jetzt geht's aber los. Andre! Clancy, you see where Andre went? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe auch keine Zeit hier, um nach Andre zu gucken. Der hängt irgendwie mit dem Gesicht im Rohr. Ich weiß nicht warum. So. Jetzt muss ich doch nochmal schauen. Das kann doch nicht sein, dass hier. Hier vielleicht, aber einen Kühlschrank hatten wir ja auch im. Aber wir finden ja nachher sowieso einen Schlüssel, ne? Kann das sein, dass er vielleicht auch für die Schublade ist?
Ja. Wo finden wir denn nochmal den Schlüssel? Ach, im Keller, ne, oder? Ja, ich gehe jetzt erst nach oben. Hier stehen auf jeden Fall keine Puppen. Und hier kann ich auch. Nee, kann ich auch kein X drücken. Also hier kann ich keinen Knopf drücken, um die Stairs runterzulassen. Boah, überall so weiße Säcke. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Was ist denn? Da liegen wohl mal Kopfhörer rum, komischerweise. Okay. Sehr strange. Und das sieht irgendwie aus, als ob da Pfeile drauf wären auf der Kommode. Alles sehr, sehr. Jetzt überleg mal, du stehst hier oben, wenn das Spiel selber noch, wie geil das wäre, wenn das Spiel noch so selber so ein bisschen in Anführungsstrichen denken würde. Normalerweise, ich bin ja jetzt gerade ja bei der ersten Runde, bin ich ja unten lang gelaufen, direkt im Hinterher. Und ich gehe jetzt beim zweiten Mal hier oben lang. Und wenn das Spiel jetzt merken würde, ach, der ist nach oben gegangen und der andere verschwindet jetzt auch noch. Dass das so ein Zufallsprinzip ist. Weißt du, wenn du unten lang gehst, bleibt der irgendwie mit am Leben, bleibt er bei dir. Und wenn du oben lang gehst, verschwindet der. Boah, das wäre auch so krass. Dass du jetzt auf einmal komplett auf dich allein gestellt bist. Boah, das wäre so mies. Hier hat die auch schon so eine Plastiktüte da auf dem Kopf. Okay. Aber sonst. Jetzt läuft mir doch tatsächlich die Nase. Gibt's doch gar nicht. Aber sonst tatsächlich irgendwie nichts gesehen, wo ich jetzt sagen würde, da ist jetzt irgendwie ein Hinweis. Alles eigentlich sonst relativ gleich. Hier ist auch nichts drin in der Schublade. Ist die Tür. Ah, die Tür ist ja auch schon verbarrikadiert. Das ist die Tür in den Keller übrigens, weil die unter der Treppe ist. Das gute Nishi haben sie auch noch gehabt früher. What the fuck was that? Did you hear that? Ja. Warte mal eben. Ich geh mal hier lang. Guck du mal nach deinem Freund. Okay, Tür ist auch zu. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Dienstag kommt das? Benji bis? Dienstag kommt das schon? Assemblance? Habe ich noch nichts von gehört. Kommt das echt Dienstag? Boah, krass. Dann gibt es ja nächstes Wochenende schon wieder einen neuen Horrorstream. Hier fehlte die Sicherung auch schon. Oh, das wird so teuer. What the hell? You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. Für 10 Euro? Das war wenig. Aber gut. Wenn es Dienstag kommt, dann. Wenn Dienstag es kommt, dann gibt's ja nächsten Freitag wieder ein neues Horrorspiel. Oder ein Horror-Psycho-Thriller. Es freut mich sehr. Es nimmt kein Ende. Sagen wir mal so. Das werde ich natürlich auch wieder für YouTube aufnehmen. Die ganzen Horrorspiele kommen ja sowieso für YouTube. Ist auch nichts, ne, hier. Er steht auf jeden Fall da unten schon. Ja. Warum er uns vorschickt, ist auch der Hammer, ne? Alter, das ist so mies, ne, wie der da hängt. Kann man da vorbeigehen an dem? Geht das? Nee, er geht sofort dahin. Okay.
Das ist ein sehr beruhigendes Spiel, wohlgemerkt. Genau. Ich werde dich an den Steinen zerschmettern. Aber die haben ja auch gesagt, dass die Rätsel auch schwieriger werden sollen, ne? Oder beziehungsweise wieder so zum Ursprung, dass man richtig wieder rätseln muss. Okay, Tür ist noch zu. Die Tür geht doch auf, sobald ich doch jetzt den Schlüssel hole, oder? Kann ich denn... Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt da runterspringe? Kann ich da runterspringen? Geht das? Ah, ich komme da gar nicht runter. Ah, ist ja interessant. Ich habe sogar Schuhe. Irgendwelche komischen, braunen, ekligen Stiefel. Schade, ich dachte, ich könnte da runter. Jetzt die Tür natürlich offen, ist klar. Da hat wahrscheinlich Ekel Alfred wieder die Tür geöffnet. Hübsches Bild. Achso, da können wir es nur nochmal abspielen. Okay, Frage mich, wofür ist der... Guck mal, sieht aus wie ein Pfeil oder so. Ich frage mich, wofür ist der Finger, den wir haben? Fingertips. Ja, eine Sicherung fehlt. So. Oh Gott, wenn du mein Befinden meinst, Crytex, mein Befinden ist gerade immer noch im Keller, weil ich immer noch so ein bisschen schockiert bin, wie das hier aussieht und ja, die erste Runde habe ich ja schon hinter mir. Ich frage mich, was wir mit dem Finger machen. Trotzdem nochmal eben kurz nach oben. Also die Sicherung ist definitiv für die Treppe hier oben, damit der Schalter funktioniert. Aber die Frage ist, wo finden wir diese dämliche Sicherung? Die Kopfhörer sind auch nicht hier, so wie damals in der Aufnahme. Okay. Okay, beim zweiten Mal durchspielen ist es nicht mehr so gruselig, weil... es ja eigentlich gleich bleibt. Bei PT war es schon sehr interessant, weil man wusste ja nie, wann die Oma kommt. Das war schon so ein bisschen der Reiz daran. Aber hier ist jetzt so ein bisschen auch schon die Luft raus, finde ich. Aber es macht einen guten Eindruck, finde ich. Vor allen Dingen, wie oft habe ich denn jetzt finde ich gesagt? Weil mir läuft die ganze Zeit die Nase. Ich weiß gar nicht, warum. Meine dämliche Allergie. Entschuldigt bitte. Was wollte ich gesagt haben? Ich bin gespannt, welchen Weg Resident Evil geht. Lass ich mich echt überraschen. Es soll ja komplett in VR spielbar sein und da, ja, freue ich mich schon sehr drauf. Das. Warte mal, da drüben war noch eine Schublade mit Schlüsseln. Ne? Funktioniert hier der Schlüssel? Hä? Warte mal. Ach, geht gar nicht, okay.
Oh, da will doch keiner mehr von essen. Alter. Oh, Alter, ja stimmt, da war ja was, ne? Alter. Okay, da war jetzt der Ausgang, ne? Ja, ist doch gut, jetzt beruhig dich mal. Da wäre jetzt der Ausgang. Das heißt, da würde man jetzt mit dem Schlüssel dann rausgehen und würde man dann auf die Nase bekommen, ne? Ja, ja, klar. Aber das wäre dann quasi wieder ein selbes Ende. Die Frage ist ja nur, wie triggert man dann das andere Ende und wie kriegt man die Treppe runter? Vielleicht ist es wieder so offensichtlich, dass man es, oder beziehungsweise eigentlich, wo man dann anschließend denkt so, natürlich, da hätte man drauf kommen können. Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Vermutung, dass was mit dem Kabel zu tun hat, weil das Kabel führt ja auch zu der Sicherung und zu der Treppe. Aber es sind so viele Kabel immer. Und ich kann ja auch nirgendwo mehr irgendwas machen oder so. Hier vielleicht Schublade öffnen? Nee, geht auch nicht. Was passiert denn, wenn ich mir das Band nochmal angucke? Dann fängt das wahrscheinlich wieder von vorne an, ne? Stairs. F1, F2, F3. Was ist denn? Boah, ich habe so ein bisschen Muffen, aber auch. Mir ist so ein bisschen unangenehm. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Mein Gott. Entschuldige bitte. Ein bisschen Befürchtung, dass ich, wenn ich mich umdrehe, jeden Moment irgendwas hinter mir steht. So, jetzt bin ich wieder hier. Aber irgendwie. Ist auch schon wieder so ein Kabel. Oder ist das von der Lampe? Das führt doch nirgendwo hin, ne? Es geht hier rum. Geht dann da irgendwo lang. Ganz viele Kabel hier. Und dann kommt natürlich die Frage auch, kann man das Rätsel im vorigen Durchlauf lösen? Also beziehungsweise vor dem Videoband oder ist es egal? Das würde mich halt mal brennend interessieren. Ach, rennen können wir auch, okay. Schon mal gut zu wissen. Alter, puh. Uiuiui, es wird ja. Das wird ja immer interessanter mit dem Suchen. Klick. Keine Reaktion. Ja. Geht da hin? Geht da nach unten, ne? Die geht das Kabel nach da? Das, okay, das Kabel führt ins Nichts. Das führt nach oben. Okay. Kann ich vielleicht mit dem Bolzenschneider bei dem Sicherungskasten irgendwas machen?
Oder bei der Tür oder so irgendwie vielleicht? Nee, es geht auch nicht, okay. Weil bei Resident Evil war es ja immer so, man muss ja immer so ein bisschen rumprobieren und benutzen und ausprobieren und man hat ja nie so richtig Hinweise gekriegt. Ich frage mich, wofür der Finger ist. Fingertips. Hm, okay. Tja, gut, das, das kann sich ja nur um Stunden handeln. Hm. Okay, machen wir für YouTube, machen wir hier Feierabend, weil ich möchte nicht so zu lange auf die Folter spannen hier, was es angeht, weil, wie gesagt, ihr habt es gesehen, das war die Teaser-Demo zu Resident Evil 7 und, ja, wir werden jetzt im Stream noch ein bisschen hier rumsuchen, rumschauen und, ja, vielen Dank, dass du zugesehen hast, vielen lieben Dank für den Spaß und, ja, bis demnächst, ciao.